Wir sind zurück, Folge 8. Wir kämpfen immer noch gegen dieses komische große Vieh mit seinem verrückten Schwanz. Diesmal verkackt's bitte nicht alle wieder, weil müssen wir es nochmal machen. Nein, nein, ich brenne gerade nur. Oh, Alles Norbert in ist schon Ordnung. wieder tot. Ich habe mich gerade verwandelt, deswegen hau ich Warte jetzt mal, lieber ich auf kann das ihn Monster kurz. ein. Pass aber auf den Stein auf, Nick. Ja. Oh. Oh, ich bin auch tot. Ich glaube, wir verkacken es gerade wieder alle. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich lebe mich irgendwie wieder. Ist egal. Ich habe noch. Kann man den Stein irgendwie ausweichen? Ja, Effektiv? Nein, man muss gucken, wo bisschen er weiter ankommt. vorne. Ja. Aufgepasst, weg. Ja, nein, oh Mann, ich bin genau runtergerannt unter dem blöden Stein. Tut mir leid. Ja, Folge 7 war genauso erfolgreich wie immer bei uns, nämlich so mittel. Wir mussten den ganzen Level jetzt nochmal spielen. Aber das müsst ihr euch ja nicht antun hier. Ja, aber das jetzt sollten wir es hinkriegen. Ich denke auch, so viel hat er ja nicht mehr. Ja, Stein kommt, Stein kommt. Feuer. Ja, passt, passt, passt. Der hat doch nichts mehr. Haut ihn. Haut ihn kaputt. Feuer. Ja. Ah, Nein, noch ein nein, kein Feuer. Schneiderschlagen, ey, ernsthaft. Ah. Dammit. Gut, wir müssen da hoch, ne? Okay. Ja. Na, dann passt das ja. Jetzt schwer. Yeah! Perfekt! Ja, perfekt, ich weiß nicht. Irgendwie ist der einzige, der Erfahrungspunkte vernünftig gesammelt hat, wieder Fabian gewesen. Ja, vor allem Wahnsinn, wie viel. Das rote Monster. Da merkt man, dass er den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Castle Crashers spielen. Er ist übrigens Natürlich. auch in der ESL-Liga weltweit, europaweit auf Rang 3 oder so. Ja, also, wenn ihr ihn da mal seht bei irgendwelchen großen Veranstaltungen, um Millionen Preisgelder spielen bei Castle Crashers, Bin ich. das ist Genau. Fabian. Ja. Also für den Fall, dass ihr sowas mal sehen solltet. Falls es dazu jemals kommt. Oh, jetzt kann er ja schon wieder 4 Punkte verteilen. Ja, Meine mich nervt das Güte. auch. Also dagegen habe ich ja nichts, dass er das macht, aber Ich hätte auch gern blöd, dass ich vier. das nicht kann, ja. Ja, richtig. Was jetzt? ARTY. Oh. Also im Sprung schräg runter. Aha, okay. Ah, okay. I see. Lebenstränke, alles andere ist eh wertlos. So. Ja, damit. Ups, ich habe mich verwandelt. War Quatsch. Hä, wieso kauft er nichts? Weil du jetzt noch groß bist, für 5 Sekunden. Oh. Mann. Dummes Ding. Ah, kein Wunder, dass ich kaum noch Geld habe. Ständig Mistverbraucher. Ja, gut. So, Los, weg hier. okay. Weiter Norbert? geht die wilde Fahrt. Mit X, Mit X genau. kaufst du nochmal. Aber Ja, B setzt logisch, du ja. ein. Ganz halt gedrückt. Ja, das braucht immer so, hat so einen kurzen Cooldown. Mehr als 5 kannst du nicht nehmen. Ist das So, für ein weiter geht's. Scheiß? Jetzt haben wir unsere Mission erfüllt, das Steuerrad oben geholt. Da müssen wir jetzt nie wieder hin. Ach, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir Oh. nur noch dieses Fernglas oder sowas holen, ne? Genau. Okay. Also wer sich noch an die Story erinnert, ne? Fernglas ist jetzt ganz wichtig. Ja, und durch dieses Tor kommen wir letztes Mal nicht durch, aber wir sind ja jetzt muskulös genug, wenn wir. Ein Toastbrot dabei haben. Das ist Das war Spielmechanik. cool. Wupp, Ja. wupp. Der Hammer. Ja, solche Toastbrote schmiere ich mir auch mal jeden Morgen. Ha, deswegen bist du so kräftig. Ja. Wahnsinn. Und stemmst immer Autos auf dem Weg zur Ja, Uni. auf jeden Fall. Also, wenn ihr euch fragt, warum die BVG manchmal Ausfälle hat in den Bussen, ist, weil Nick einfach die Busse hochgehoben hat und dann zu kräftig hat fallen lassen. Ja, gut, Na, auf das den Kopf passiert. abgesetzt hab. Falsch rum. Ja. Geht Du weiter. bist auch nebenberuflich eigentlich Busmotor, also du ziehst sie dann immer. Ja, genau. Du hast das Prinzip verstanden, ich sehe. Das Toll, jetzt habe freut ich wieder mich. super gezaubert und wieder knapp neben die Feinde. Bisschen zu weit Ja. vorne. Ich weiß immer nicht, ob meine Wolke Flächen wenigstens so ein bisschen Flächenschaden macht oder ob das auch absolut albern ist, Ich die weiß es auch nicht. einzusetzen.
Ich weiß es nicht. Vor allem wegen deiner Wolke sehe ich auch immer nicht, wo ich bin. Das heißt, die schadet nicht nur wahrscheinlich den Feind nicht, sondern sorgt auch noch dafür, dass ich ihn nicht schaden kann. Optimal. Ach, Nick, du wieder. Hattest du nicht bei Monaco auch häufig den Hacker gespielt? Der war doch auch grün. Hast du irgendwas mit grün? Sag mal. Ja, ich mag grün. Hört mir nur gerade auf. Au. Ja. LT ist das Schild nehmen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. So, und jetzt kommt ein lustiger Abschnitt, den ich auch sehr oft verkacke. Gut zu wissen. Abschnitte, die Fabian verkackt, sowas gibt. Nicht viele. Ah, okay, ich verstehe warum. Ja. Ich warte jetzt einfach, bis ihr tot seid und der Trubel vorbei ist. Ah! Ja! Nein! Dreckiger Scheiß! Ja! Ja, Fabian! Dreckstelle! So schwer ist es doch gar nicht. Ah. Fuck you! Nein! Gut, dass wir uns so viele Lebenstränke gekauft haben. Das ist aber auch wieder das Problem, dass man noch sehr auf die anderen achtet. Wenn man nur auf sich achten würde, wäre es gar nicht so schlimm. Okay. Yay. Ohne zu sterben durch. Und jetzt kommt noch mehr von dem Kack? Nee, Metal Gear kommt jetzt. Oh nö. Kann man jemand wieder groß aufzunehmen? Oder Alien Swarm, da gab es ja so eine Ecke ja. auch. Ja. Aber der ging abwärts. Stimmt. Aber Metal Gear geht's auch meistens eher abwärts. Völlig schwachsinnig, auch mit einem Fahrstuhl hochzufahren, also. Ja, also, was soll man. Ja, vor allem, dass man die nicht runterwerfen kann, ist total nervig. Wo ist denn da die physikalische Logik? Ah, ich hätte man selber kann runterfallen, ne? Stimmt. Ich glaube, ich stehe schon wieder in 20 falschen Reihen. Ja. Wie viele Reihen hat das Spiel eigentlich? Also 100. Von vorne nach hinten? Es wirkt mir auch sehr kleinteilig, muss ich sagen. Also man merkt nicht so richtig, dass es nur so 8 Ebenen gibt oder so, sondern es sind deutlich mehr, glaube ich. Das würde auch nochmal helfen, bei Little Big Planet, bei dieser Jump'n'Run-Reihe auf der Playstation, gibt es ja nur 3 Ebenen so, da checkt man halt relativ einfach, in welcher man gerade ist. Ja. Aber jetzt hier so, wären jetzt 6 oder so oder 8, wären okay, aber dann könnte man wie so ein bisschen schrittweise wechseln. Naja, vielleicht in Castle Crashers 2 dann. Na, bitte nicht. Gibt ja nicht schon genug Koop-Spiele. Ja, wir haben ja schon wieder eins in der Pipeline, ne? Stimmt. Haben wir? Ja, von den gleichen Entwicklern. Oh nein. Ja, nein, das meinte ich eigentlich nicht. Doch? Nein, das meinte ich aber nicht. Achso. Ah, du meintest das da. Okay. Ah, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Das, was wir im letzten Summer Sale gekauft haben. Wovon ich noch 2 Versionen auf bei mir rumzuliegen habe im Steam-Account. Denkst du, ich erinnere mich da jetzt noch? Das ist schon Wochen her. So, hier gibt's jetzt auch wieder einen neuen Weggefährten. Das kleine Hühnchen da. Achso, ich sehe schon. Der sieht aus wie von Angry Birds, der rote Vogel. Ja. Ist Angry Birds auch von diesen Machern? Wahrscheinlich. Mann, geh sterben. Ja, danke schön. Und was kann das? Wollt ihr den auch mal berühren? Ich kann das auch mal berühren, ja. Ich will auch mal das Hütchen berühren. Setz was kann das? Auf den Bauernhof fallen. Was kann der? Ist eine gute Frage. Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Hatte ich es jetzt? Ach, keine Ahnung. Ja, ich hab's jetzt. Ist mir jetzt egal. Komm. Ich hab nicht das Gefühl, dass mein komisches Vampirvieh irgendwas gebracht hat. Also. So. Oh, ich glaube, wir sind jetzt am Arsch. Oh nein. Was passiert? Müssen wir das da besiegen? Diesen Arm da hinten. Mach den Arm kaputt. Den anderen Arm. Mach doch mal verdammt mal den richtigen Arm kaputt. Schieß doch schon drauf. Au. Ach, das ist ja Lava. Oder heiß zumindest. Jawoll. Hab ihn zurückgetrieben. Bin durchtrieben. Ja, Fabian wiederbeleben. Schaffst es? Nein! Ja, was kann man denn dagegen machen? Da muss man es einfach in der Mitte schnell kaputt hauen. Achso. Alter. Och, Scheiße. Geh weg! Was ist denn das für eine Sackkacke hier?
Mann. Jetzt schnell damit den kaputt hauen. Ja, sehr gut. Ist kaputt. Zufrieden? Danke, okay, Dennis. Komm. Ja. Oh, ich hab das Achievement Sanitäter bekommen. Das habe ich mir verdient. Wenn ich auch sonst nichts kann bei dem Spiel. Aber ich spiele auch bei Battlefield immer nur Sanitäter, also es macht schon irgendwie Sinn. Denn ich helfe gerne anderen Menschen. Das ist mein tiefstes Empfinden. Doch. Das stimmt schon auch. Das heißt nicht, dass ich es besonders gut kann, aber ich mag es gerne. Die Leute sagen meistens, geh weg, ich brauche keine Hilfe von dir. Ah, okay, Nick ist auch gleich wieder tot. Shit, ich bin tot. Ja, aber das machst du gut. Sehr schön. Gerne. Ich habe jetzt festgestellt, dafür gibt es ein Achievement, ich muss öfter Leute heilen. Ja. Nick, du Achievement-Hure, du. Meine Güte. Na, irgendwas muss man ja sammeln. Stimmt. Wenn ich schon Spiele und Special Editions und so. Ja. Ja, ich sammle ja auch Konsolenspiele, da. Warum schießt du in die falsche Richtung? Einiges. Mann. Der Witz ist ja, es macht gar keinen Spaß mehr, PC-Spiele zu sammeln, so richtig, weil ich das Gefühl habe, so, ja, es sind hunderte Stück bei Steam, die sind irgendwie nichts mehr wert. Das ist irgendwie so traurig. Ja. So, wenn sie nicht im Schrank stehen, sind sie eigentlich wertlos. Und es ist, naja. Aber dafür gibt es ja gute Special Editions und Sammlerboxen. Aber ich glaube, der kauft mir gerade zum Beispiel auch keine PC-Spiele von, weil ich auch immer denke, naja, ich trage im Endeffekt bei der Special Edition auch nur den Code bei Steam ein und guck sie mir danach nie wieder an. Wuhu! Schade. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Ja. Dass wir ein Level nicht gleich nochmal machen müssen. Und mal nicht gleich zum Teleskop rennen? Jawohl. Okay, nicht gleich zum Teleskop rennen? Nicht gleich zum Teleskop rennen? Wieso, weil Fabian uns jetzt erstmal nochmal umbringen will? Ja, weil Fabian das einsammeln möchte. Nee, wenn wir hochgehen, war hier, glaube ich, noch ein Schwert. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh. Okay, wer... Ah, ja, okay. Ja, können wir uns ja noch später. Das hat dein Kanarienvogel eingegangen. Stimmt, der holt immer... Der holt Zeug. Der holt Zeug und Geheimnisse. Praktisch. Cool. Muss ich das nicht machen. Prinzessin, aber in der falschen Burg. She is in der NASA Castle. Das für einer. Und jetzt waren wir mal nett und haben das Arschloch, was unsere letzte Prinzessin entführt hat, gar nicht runtergestoßen. Wäre eigentlich notwendig, das mal zu machen. Ja. Vor allem haben wir jetzt alle so ein Teleskop. Ja, auch gut. Könntest du auch A drücken, um es zu beschleunigen. Ja. Aber egal. Fabian hat schon wieder mehr Erfahrungspunkte gesammelt. Level. So, und wer jetzt fleißig mitgezählt hat, der wird festgestellt haben, dass wir ein Steuerrad und ein Teleskop eingesammelt haben. Ja, genug. Warum muss man da mitzählen? Ja, aufgepasst. Weil uns die Sachen noch gefehlt haben. Das ist höhere Mathematik, aber das verstehst du nicht. So, jetzt gehen wir das ab und dann können wir mit dem Schiff fahren. Genau. Geilo. Geilomat. Auf geht's. Cool. Wetten, auf dem Schiff passiert auch irgendwas Schlimmes? Nein. Auf einer Schiffsfahrt ist noch nie was Schlimmes passiert. Frag mal Christoph Kolumbus. So, die Fässer könnten wir kaputt machen, da ist Essen drin, aber wir warten vielleicht bis... Norbert sie ist. ...brauchen. Bis Norbert sie missbraucht? Ich stell mich hier hin, hier kann mir nichts passieren. Norbert, kommst du jetzt hier ein bisschen? Komm, hallo. Schön. Norbert hat, glaube ich, gerade Angst, vergewaltigt zu werden von dir. Oh nein, Linias! Linias auf Boot? Ja, wie Snakes oder Fabian, deine Überraschung, die taugt nix. Warum? Ja? Die waren im Hintergrund zu sehen. Ja, aber wie du das sagst, oh nein, Ninjas! Fabian hat das bestimmt schon 12-mal durchgespielt. Gefühlt, ja. Als unser Reiseführer ist er ja da in der Hinsicht gut zu gebrauchen, aber nicht mehr, um Überraschungen zu Ja, scheinbar nicht. Hätte er nicht sagen können, fahrt nicht mit diesem Schiff, wenn hier Ninjas ankommen. Und... Bleibt lieber zu Hause. Ihr hättet im Bett bleiben sollen. Jetzt könnt ihr euch den Proviant holen, wenn ihr wollt. Ach. Oh, ich brauche auch den doch nicht. Ich bin so toll, ich brauche kein Proviant. Schlagt sie kaputt, schlagt sie zu Brei. Dieses asiatische Pack. Sind es eigentlich nur Holzstücke oder?
Das ist aus Naruto. Was ist aus Naruto? Die Ninjas? Nein, der Austausch gegen Holzstücke. Ah, okay. Ich habe zu wenig Naruto geguckt, um mich daran zu erinnern. Oder gelesen. Warum ist das Schiff jetzt untergegangen? Weil die armen Ninjas. Die armen Ninjas. Sind wieder da. Schnief. Schnief. Ja, da sind meine Wiese. Schaufel! Schaufel. Ihr könnt ja jetzt oben wie eine Waffe auswählen. Und da müsst ihr jetzt immer drauf achten. Ab und an im Sand gibt es Kreuze. Da könnt ihr dann Sachen ausgraben. Schätze. Dafür gibt es auch ein Achievement. Nee, zum Beispiel, nimmst du deine Schaufel noch mit? Leute, hier genau vor mir ist dann zum Beispiel ein so ein Kreuz. Da könntet ihr jetzt mit B was ausgraben. Okay, dann buddel mal. B. Ja, ein Apfel! Zack. Kann der alte Sack da mal weggehen? Ich sehe überhaupt nichts vom Spiel. Mann. Geht mir nicht. Ich glaube, er hat Hunger, er frisst mich. Hab's. Ah, Treibsand! Das ist gefährlich, Fabian. Nee. Mit das etwas Treiben ist immer gut. Okay. Ehrlich? Ich grab's aus und du Penner, du? Ja, du kennst ihn doch. Du bist so ein Arsch. Ich wurde vom Gegner reingeschlagen. Was soll ich denn machen? Ja, stell dich auch noch daneben. Ja, genau, du Arschloch, du. Der ist der fieseste Junge der Welt. Und mit Junge meine ich 30-jährigen alten Sack. Wenigstens können wir uns dahingehend bei ihm rächen. Au, ich werde gefressen. Wagon. Sandwürmer, ich fand die beim Wüstenplaneten irgendwie beeindruckender, die Sandwürmer. Ja. Die Skorpione taugen auch gar nichts, kann das sein? Den hier kann man nicht so richtig reiten. Die müsste nur einmal schlagen und gut ist. Ja, das ist mir ein sehr angenehmer Gegner. Mir sind übrigens die Gegner im Spiel halt zu viel aus. Ich hätte gern lieber mehr Gegner und weniger starke so bei so einem Spiel. Ja. Ich mag es nicht, dass ich auf einzelne kleine Scheiß-Schleimtropfen irgendwie. Du bist so ein Penner, ja? Ganz ehrlich, ich will nur das ausgraben und da hinten. Wenigstens einer. Lass mich da jetzt graben! Du willst einfach nur das andere Achievement haben, oder? Ich will einfach irgendwas jetzt hier haben. So, hier ist noch was. Was war das? Ein Stiefel. Ja. Und das taugt? Zum Anziehen, an Füße. Glaube ich. Ich sehe mich schon wieder nicht mehr. Ich auch nicht. Die Dinger sind einfach zu riesig. Was bin ich? Wo bin ich? Au. Was sind denn das für komische Felsbrocken? Ach, das sind diese Viecher, die unterirdisch lang laufen. Denkst du, das check ich? Dachte, das sind irgendwelche komischen Felsen, die durch die Gegend rollen. Level 14! Hä, Level 14? Ja, er ist schon Level 14. Geht denn das? Indem er uns alles klaut. Das Spiel wir kämpfen für kennt. Ihn und er sammelt die Erfahrungspunkte, die Schätze, die Achievements, so alles. Muss das sein. Hervorragend. Wie viel muss ich da ausgraben und warum grabe ich dann neben? 10 und keine Ahnung. Ich töte derweil noch ein paar Skorpione, denn die können gar nichts. Warum hatte... Ich wollte doch nur da den Schatz haben. Schnapp mich doch nicht schon wieder. Stiefel! Ein Stiefel! Mann! Fabian! Stiefel, gleich das Internet raus. Es ist stärker als ich. Okay, Fabian ist jetzt absolut aktuell von der Freundesliste gestrichen, ja? Ja. Machen wir so. Also alle Let's Plays mit Fabian werden auch aus dem Kanal rausgenommen? Ja. Alle? Machen alle. Wir so. Alle. Auch die, die noch kommen? Ja. Oh no. Wir bestrafen jetzt einfach mal die Zuschauer, indem wir Fabian bestrafen. Ich finde, das macht Sinn. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine Bestrafung für die Zuschauer ist. Nee, eigentlich nicht, ne? Ah, ich bin tot, ihr müsst mich wiederbeleben. Norbert ist auch tot. Wir sind übrigens beide tot. Belebt uns wieder. Ja, hier sind so viele Penner hier. Ihr könnt sie auch erstmal töten.
Ja, ist vermutlich. Ich sehe das Level schon ein weiteres Mal Ja, ich gespielt werden. glaube auch gerade. Hat noch Das ist mir auch jemand alles zu Lebenstränke? unübersichtlich. Ich habe Los, keine Ahnung. Fabian, du kannst es doch so gut. Jetzt mach Ja, doch mal Fabian, was. zeig mal, was du kannst. Okay. Beleb. Ja. Ja, das war gut. Das war gut. Mann, ich komme mir, die schlagen mich die ganze Zeit hoch und runter und. Na, Norbert, schön. Hab mich jetzt gerade echt so ein Skorpion gehauen. Das ist ein bisschen albern. Dankeschön. Ah, jetzt habe ich das Achievement auch. Das Sunny. schätze Achievement. Nee, Sunny. Nee, Sani, achso. Ja, Sani kann ja jeder. Ja, die Schätze hole ich mir irgendwann anders mal. Ohne Fabian. Ja, wir haben es doch ganz gut Hören die hier auch gelöst. eigentlich irgendwann nochmal auf, um wieder Ich rauszukommen, weiß es oder? nicht. Jetzt. Also die Skorpione kommen hier unendlich viele, aber den Großen muss man halt weghauen. Wäre es nicht eigentlich mal wieder Zeit für eine Pause? Ja, das kann ich durchaus Dann machen. sollten wir die vielleicht machen. Ihr seid alle Jetzt. doof. Ihr seid alle doof. Norbert, du bist auch doof. Diese Macht's vergiftete gut. Atmosphäre tun wir uns nicht länger an. Macht's gut.